Hey, herzlich willkommen. Ich bin Lena. Ich erkläre dir heute Schritt für Schritt den Sonnengruß A. Das ist der erste Sonnengruß im Ashtanga-Yoga, den man aber auch ganz oft zum Beispiel in Vinyasa-Yoga-Stunden übt. Der Sonnengruß dient, egal in welcher Tradition, dazu, um den Körper aufzuwärmen und ihn vorzubereiten für die Asana-Praxis, das heißt die Yoga-Praxis, wo wir länger auch in Haltungen bleiben. Ansonsten ist der Sonnengruß nämlich eine sehr fließende Angelegenheit, das heißt, wir verbinden Bewegung und Atmung miteinander. Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen viel Information mit der Atmung auch, dann konzentriere dich einfach auf die Bewegung und nach wird dann das mit der Atmung ganz natürlich übergehen. Du kannst den Sonnengruß natürlich auch als eigene Yoga-Praxis etablieren, zum Beispiel am Morgen, um die Sonne zu grüßen und ja, um positiv, wach, konzentriert in den Tag zu starten. Im Ashtanga-Yoga übt man klassischerweise 5 Runden Sonnengruß A. Danach folgen eigentlich noch ein paar Runden Sonnengruß B. Den lassen wir aber heute mal weg, da gibt es vielleicht noch ein extra Video dazu. Und deswegen üben wir heute auch 5 Runden. Und vor diesen 5 Runden üben wir eine Runde, in der wir jede Haltung einmal ganz exakt durchgehen. Vielleicht willst du dir das erstmal anschauen oder du machst gleich mit. Die 5 Runden danach sind etwas schneller und die kannst du dann auch vielleicht zukünftig als Morgenroutine nutzen. Ja, sind dann noch ungefähr 10 Minuten. Also hast du gleich was, womit du starten kannst. Ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Freude mit dem Video. Wenn du Fragen hast, dann schreib sie gerne in die Kommentare. Ansonsten, ja, lass uns starten. Stell dich für unsere erste Haltung an den Anfang deiner Matte. Die Füße sind klassischerweise geschlossen. Vielleicht ist es dir aber für Hüfte und Rücken angenehmer, wenn du die Füße hüftweit öffnest. Richte dann deine Wirbelsäule auf. Und lass den Blick ganz weit und weich in die Ferne schweifen oder schließ für die ersten Momente nochmal deine Augen. Dein Gesicht ist freundlich und entspannt, die Kiefermuskeln gelöst. Spüre zu den Füßen und verteile dein Körpergewicht jeweils auf Großzehballen, Kleinzehballen und Fersen. Drücke diese 3 Punkte beider Füße in den Boden, sodass sich dein Fußgewölbe etwas anhebt. Die Zehen bleiben locker. Aktiviere deine Oberschenkel, indem du die Kniescheiben sanft nach oben ziehst. Zieh auch dein Schambein leicht Richtung Bauchnabel, dann hebe dein Brustbein an und nimm den Scheitel und auch den Hinterkopf eine Idee höher. Lass beide Schulterblätter nach hinten unten gleiten. Dein Steißbein zieht sanft Richtung Fersen. Die Arme hängen ganz locker hinunter und deine Handflächen zeigen zu den Beinen. Du bist in der ersten Position im Sonnengruß in Tadasana, der Berghaltung, oder auch Samasthiti genannt, der aufrechte Stand. Atme hier einmal tief durch die Nase ein und vollständig durch die Nase wieder aus. Öffne dabei deine Augen, wenn du sie geschlossen hattest. Und mit der nächsten Einatmung hebe beide Arme über die Seiten nach oben und nimm den Blick mit nach oben. Wenn das für den Nacken unangenehm ist, dann kannst du natürlich auch nach vorne schauen. Atme weiter tief und ruhig. In der klassischen Variante liegen die Handflächen hier aneinander. Du könntest aber auch für mehr Raum im Schultergürtel die Arme etwas öffnen. Streck deine Arme so gut du kannst. Und stell sicher, dass du deine Schultern dabei nicht nach oben ziehst, sondern sie so weit möglich nach unten sinken lässt. Dein Schambein zieht nach wie vor leicht zum Bauchnabel. Und dann hebe dein Herz und auch deine Fingerspitzen noch ein bisschen mehr Richtung Himmel. Dein Gesicht ist entspannt, dein Blick wach und konzentriert. Du bist in Urdhva Hastasana, der 2. Position im Sonnengruß A. Atme noch einmal tief in die seitlichen Rippenbögen ein und dann atme aus, beug die Knie, neig dich mit geradem Rücken nach unten, die Arme über die Seite, die Hände landen neben den Füßen, entweder flach am Boden oder auf den Fingerspitzen. Die Knie können, wenn hilfreich, gebeugt bleiben. Lasse den Scheitel Richtung Boden sinken. Auch hier gilt, die rückenschonende Variante ist die mit hüftweitem Stand. Wenn du trotz gebeugter Knie die Fingerspitzen nicht zum Boden bekommst, dann nimm die Hände an die Schienbeine. Lass den Kopf locker nach unten hängen und verlagere das Gewicht auch hier wieder gleichmäßig in den 3 Punkten Großzehballen,
Kleinzehenballen und Fersen drück sie in den Boden. Bring dein Becken genau über deine Füße, meistens heißt es noch etwas mehr nach vorn. Und wenn du kannst, dann schieb die Sitzbeinhöcker noch mehr Richtung Himmel. Zieh die Schultern aktiv weg von den Ohren, das heißt auch weg vom Boden. Lass den Bauch weich und spüre hier in der Vorbeuge Uttanasana eine Dehnung in der ganzen Körperrückseite. Atme noch einmal tief in den Bauch ein. Atme lang und vollständig aus. Bring dabei deine Hände nun an die Schienbeine und heb mit der nächsten Einatmung den Kopf, streck den Oberkörper. Du bist in der halben Vorbeuge Ardha Uttanasana. Versuch den Oberkörper richtig lang zu machen. Ja, das heißt, dein Brustbein strebt nach vorn, fast nach oben und die Schultern ziehen zurück und etwas zueinander. Achte darauf, dass du dich mit den Händen nicht abstützt. Ja, die liegen einfach nur ganz sanft auf. Wenn dir die Haltung schwer fällt, könntest du die Hände auch an die Oberschenkel setzen und die Knie etwas beugen, um dem Rücken mehr Länge zu geben. Wenn dir die Haltung leicht fällt, könntest du deine Fingerspitzen zum Boden setzen und so den Rücken strecken. Dein Herz weit nach vorne strahlen lassen. In jedem Fall solltest du eine intensive Dehnung in den Beinrückseiten spüren. Egal, wo du bist, atme noch einmal ein, um dich zu strecken. Und dann atme aus, setz die Hände am Boden ab und mach mit dem linken und dem rechten Fuß zwei große Schritte nach hinten in eine Liegestützposition. Ja, so dass die Schultern nun über den Handgelenken sind. Die Haltung heißt Falakasana, Brettposition. Spreize hier deine Finger und drück die Hände satt in den Boden. Spür zur Rückseite deines Herzens und dann hebe sie eine Idee höher. Super, das heißt, der obere Rücken darf sich ruhig ein bisschen rund anfühlen. Die Schulterblätter werden weit und ziehen aber trotzdem weg von den Ohren. Der Scheitel strebt zum matten Anfang. Ja, wir bleiben noch ein paar Momente hier. Wenn es dir zu viel wird, dann senk einfach deine Knie zum Boden. Atme ruhig und tief. Während du nun mit gestreckten Beinen die Kniescheiben hochziehst, dein Steißbein zieht Richtung Fersen, der Bauchnabel leicht nach innen, dann mach den Körper fest wie ein Brett. Das heißt, du schiebst nicht den Po raus, ich übertreibe, und hängst auch nicht durch. Atme tief ein und dann senk mit einer langen Ausatmung die Knie, da wo sie jetzt sind, sanft zum Boden. Wir nehmen noch einen Zwischenatemzug hier. Halte deine Körperspannung. Wenn wir uns nun gleich am Boden ablegen, dann versuchen wir Becken und Brust gleichzeitig abzulegen und beugen dabei die Arme so, dass die Ellbogenspitzen nach hinten und nicht nach außen zeigen. Also atme nochmal tief ein, heb dein Brustbein nach vorne, atme aus, beug die Arme dicht am Körper und leg dich ganz kontrolliert am Boden ab. Super! Wenn das noch nicht so gut geklappt hat, dann mach dir keine Sorgen, wir üben das ja noch ein paar Mal. Deine Stirn ist nun am Boden, die Hände genau da, wo sie zuvor waren. Dann leg den Fußspann ab und drück ihn in die Matte. Aktiviere deine Kniescheiben, sodass sie sich von der Matte lösen. Drück dein Schambein in den Boden und halte nun die Kraft in der unteren Körperhälfte. Zieh die Schulterblätter nach hinten und zueinander. Und dann stell dir vor, du möchtest mit den Armen den Brustkorb etwas zusammendrücken, sodass die Ellbogenspitzen wieder nach hinten, ja, fast zueinander zeigen. Und dann hebe nun dein Brustbein, Kraft deiner Rückenmuskulatur mit der nächsten Einatmung nach oben. Sehr schön. Lass den Nacken lang, der Blick nach unten oder wenn es okay ist, auch nach vorn. Zieh die Schultern nochmal zurück und mach dein Herz ganz weit. Du bist jetzt in einer Variante der Cobra Bhujangasana, in der du kaum Gewicht in den Händen hast. Ja, das heißt, deine Rumpfmuskulatur trägt diese Rückbeuge. Und du könntest theoretisch sogar deine Hände einen Millimeter vom Boden heben. Atme noch einmal tief ein, stell deine Zehen auf. Und jetzt drück die Hände kräftig in den Boden. Ausatmen, schieb dich auf alle Viere und direkt weiter mit dem Po Richtung Decke in die nächste Haltung, den herabschauenden Hund. Deine Füße sind hüftweit geöffnet. Spreiz nochmal deine Finger und drück die Hände kräftig in den Boden. Schieb dein Körpergewicht nach hinten oben zum Becken und spüre, wie du den Rücken so lang machst. Wenn dir das schwerfällt, den Rücken zu strecken, dann beuge deine Knie minimal an und probier dann nochmal die Sitzbeinhöcker wie zwei Deckenstrahler Richtung Himmel zu recken.
Der Nacken ist lang und frei, der Blick geht Richtung Füße. Und dann stell dir vor, dass deine Achselhöhlen zueinander schauen wollen. Ja, so bekommst du noch ein bisschen mehr Raum im Schultergürtel. Und wahrscheinlich spürst du jetzt schon die Schultermuskeln arbeiten und auch die Dehnung in den Beinrückseiten. Genau so soll es sein. Ja, der herabschauende Hund wird im Sonnengruß A klassischerweise immer 5 Atemzüge gehalten. Wir bleiben heute aber immer nur für 3 Atemzüge, keine Sorge. Es ist eigentlich eine Art Pause und auch wenn sich das für dich gerade nicht nach Pause anfühlt, verspreche ich dir, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann wird dir die Haltung immer leichter fallen. Okay, wir gehen weiter. Komm auf die Zehenballen, beug die Knie und schau nach vorn. Atme ein und mach 2 große Schritte oder auch mehr, wenn nötig, zum Anfang der Matte und komme in der halben Vorbeuge mit gestrecktem Rücken an. Atme hier weiter. Deine Füße wieder rückengerecht, hüftweit aufgestellt oder klassisch geschlossen. Du erinnerst dich, das Brustbein zieht nach vorn, die Schultern zurück, Hände entweder an den Beinen oder am Boden. Noch eine tiefe Einatmung, um dich lang zu machen. Und dann tauche ab mit der Ausatmung, Hände zum Boden, Kopf entspannt, Bauch entspannt. Du bist wieder in der ganzen Vorbeuge, Uttanasana. Um dich nun mit gestrecktem Rücken aufzurichten, beug gern die Knie ein bisschen an. Mit einer Einatmung, komm nach oben, heb die Arme über die Seite, hoch über den Kopf, schau nach oben, wenn es okay ist. Atme hier weiter, sammel dich nochmal in Urdhvastasana, die Füße verwurzelt mit dem Boden, unterer Bauch aktiv, Arme gestreckt, Schultern und Gesicht entspannt. Letztes Mal einatmen. Mit der Ausatmung lass deine Arme neben den Körper sinken. Die langsame Runde ist geschafft, sehr gut gemacht. Jetzt folgen 5 schnellere Runden. Wie gesagt, der Atem ist erstmal zweitrangig. Versuch dich an den Ablauf zu gewöhnen. Und dann finde dich in der aufrechten Haltung am Anfang deiner Matte ein. Der Blick weich, die Gesichtszüge entspannt. Atme durch die Nase in die Weite deines Brustkorbes ein. Durch die Nase ruhig und gleichmäßig aus. Entspanne dabei deine Schultern. Hebe mit der nächsten Einatmung deine Arme über die Seiten nach oben. Die Hände berühren sich, wenn angenehm, über dem Kopf. Dann atme aus, tauch nach unten ab, die Hände zum Boden, der Kopf entspannt, Stirn Richtung Schienbeine. Atme ein, um den Rücken lang zu machen, dein Herz nach vorn zu öffnen, Hände am Boden oder an den Beinen. Atme aus, tritt mit beiden Füßen nach hinten in ein Brett-Liegestützposition. Atme hier ein, um deine Kraft zu bündeln, die Herzrückseite heben. Atme aus, senk die Knie, beug die Arme dicht am Körper und bring Becken und Brust gleichzeitig zur Erde. Fußspann ablegen, einatmen, Schulter nach hinten unten, Herz nach oben für die Kobra. Zehen aufstellen, ausatmen, Gesäß nach hinten oben schieben, herabschauender Hund. Atme hier tief ein, drück die Hände nochmal satt in den Boden. Atme lang aus, die Sitzbeinhöcker Richtung Himmel. 1. Einatmen in die volle Länge der Wirbelsäule. Ausatmen, Blick Richtung Füße. 2. Einatmen, streck deine Arme, die Schultern weg von den Ohren. Ausatmen, finde Leichtigkeit in der Haltung. 3. Hebe die Fersen, beug die Knie, schau nach vorne, mach mit einer Einatmung 2 oder mehr Schritte in die halbe Vorbeuge, Rücken lang, Blick nach vorn. Ausatmen, neige dich nach unten, lass los in der ganzen Vorbeuge. Einatmen, richte dich mit gestrecktem Rücken auf, heb die Arme über den Kopf, Urdhvastasana. Atme aus, lass die Arme sinken. 2. Runde, hebe einatmend deine Arme über den Kopf, eine ganz große Bewegung. Ausatmen, segel mit geradem Rücken nach unten, die Hände zum Boden, der Kopf entspannt. Atme ein, um den Kopf zu heben, den Rücken zu strecken, dein Herz zu öffnen. Atme aus, Hände zum Boden, tritt nach hinten in ein Brett, Liegestütz. Atme hier ein, spüre deine Stärke und Stabilität. Atme aus, senk die Knie, beug die Arme dicht am Körper, versuch Becken und Brust kontrolliert abzulegen. Super.
Fußrücken zum Boden. Einatmen, heb dein Herz für Bhujangasana, dein Schlüsselbein ganz weit. Ziehen, aufstellen, ausatmen, Gesäß nach hinten oben für den herabschauenden Hund. Atme tief ein, mach den Rücken lang. Atme aus, die Fersen etwas mehr Richtung Erde. Eins. Einatmen. Ausatmen. Zwei. Einatmen. Ausatmen. Drei. Heb schon mal deine Fersen, Knie gebeugt. Schau nach vorne. Einatmen, zwei oder mehr Schritte in die halbe Vorbeuge. Brustbein zieht nach vorne, super, ausatmen, tauch ab in die ganze Vorbeuge, Kopf entspannt. Knie beugen, einatmen, richte dich mit gestrecktem Rücken auf, die Arme über den Kopf, Blick nach oben. Ausatmen, lass die Arme sinken. Dritte Runde, hebe einatmen, deine Arme über den Kopf. Ausatmen, neige dich aus der Hüfte nach unten, Hände zum Boden, Kopf entspannt. Atme ein, um dich zu strecken. Nimm die Schulterblätter dichter zusammen. Atme aus, Hände zum Boden, tritt nach hinten ins Brett. Atme ein, drück den Boden unter dir weg. Atme aus, senk die Knie und dann leg dich wie in Zeitlupe am Boden ab. Fußrücken ablegen, einatmen, heb dein Herz für Bhujangasana, das Schlüsselbein wieder weit. Stell die Zehen auf, ausatmen, Gesäß nach hinten oben, herabschauender Hund. Atme tief ein, drück dich raus aus den Schultern. Atme aus, der Kopf entspannt, Blick Richtung Füße. Eins. Einatmen. Ausatmen. Zwei. Einatmen. Ausatmen. Drei. Hebe direkt deine Fersen, beug die Knie mit einer Einatmung, zwei oder mehr Schritte nach vorne in die halbe Vorbeuge. Brustbein strebt nach vorn, Schultern zurück, ausatmen, tauch ab, ganze Vorbeuge, die Stirn Richtung Schienbeine. Einatmen, komm mit gestrecktem Rücken nach oben, heb die Arme über den Kopf. Atme aus, lass die Arme sinken. Vierte Runde, einatmen, Arme steigen für Urdhvastasana. Ausatmen, die Hände zum Boden, Kopf entspannt, Uttanasana. Einatmen, erhebe dich, die halbe Vorbeuge, Ardha Uttanasana, nochmal Schultern zurück. Ausatmen, die Hände zum Boden, zwei Schritte ins Brett. Atme ein, mach den Körper ganz fest. Ausatmen, über die Knie oder vielleicht sogar in einem Stück ablegen auf drei, zwei, eins. Die Ellbogen beim Beugen immer dicht am Brustkorb. Einatmen, erhebe dich in die Kobra mit starkem Rücken. Ausatmen, Gesäß nach hinten oben, herabschauender Hund. Einatmen. Ausatmen, Sitzbeinhöcker Richtung Himmel. Eins. Einatmen. Ausatmen, Achselhöhlen mehr zueinander drehen. Zwei. Einatmen. Ausatmen, Kopf locker, drei, hebe die Fersen, beug die Knie, schau nach vorne, einatmen, zwei oder mehr Schritte, halbe Vorbeuge, ausatmen, ganze Vorbeuge, einatmen, richte dich mit gestrecktem Rücken auf, heb die Arme über den Kopf, ausatmen, lass die Arme sinken. Fünfte und letzte Runde nochmal mit besonders viel Hingabe. Einatmen, hebe die Arme, streck dich zum Himmel. Ausatmen, neige dich zur Erde. Einatmen, streck dich halbe Vorbeuge. Ausatmen, die Hände zum Boden, zwei Schritte ins Brett. Atme ein, sammel deine Kraft. Ausatmen über die Knie oder alles gleichzeitig auf drei, zwei, eins, ablegen, super, einatmen, Fußspann ablegen, roll die Schultern zurück, heb dein Herz, Kobra, ausatmen, schieb dich zurück, herabschauender Hund, atme tief ein, atme lang aus, lass den Kopf locker, eins, tief einatmen, ausatmen, zwei, einatmen, ausatmen, drei.
Hebe die Fersen, schau nach vorne, einatmen, zwei große Schritte nach vorne, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge, entspannen den Kopf. Beuge die Knie, einatmen, aufrichten die Arme über den Kopf. Ausatmen, lass die Arme sinken. Schließe deine Augen für einen Moment und lass diese 5 Runden Sonnengruß auf dich wirken. Entspanne den Kiefer und die Zunge im Mundraum und spüre deinen Herzschlag, lass den Atem allmählich ruhiger werden. Bringe deine Handflächen vor dem Herzen zusammen und lass dein Kinn zur Brust sinken, die Stirn zu den Fingerspitzen. Schick ein liebevolles Dankeschön an deinen Körper dafür, dass er dich so gut durch diese Praxis getragen hat. Und schick auch ein Dankeschön an dich selbst dafür, dass du dir diese Zeit für dich heute genommen hast. Wenn du soweit bist, dann öffne deine Augen, blinzel ein paar Mal und hebe deinen Kopf. Namaste. Ich danke dir fürs Mitmachen und wünsche dir weiterhin viel Freude beim Yoga üben. Vielleicht sehen wir uns ja in einem meiner anderen Videos wieder. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.